Und von David Garrett, heute Morgen zu Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei euch zu sein. Immer wieder schön. Ja, oder? Ich weiß nur, dass er bei meiner ersten oder zweiten Frühstücksfernsehsendung da war und ich ganz ehrfürchtig war. Und vor allen Dingen durfte ich seine Geige anfassen. Das war. Aber er hat eine andere heute dabei. Ich habe eine Guarneri del Gesù vor ein paar Monaten in Paris erstanden und ich habe die heute mitgebracht. Was ganz Besonderes. Warum? Was ganz Besonderes, weil es davon weltweit nur noch 170 Stück gibt. Mhm. Im Vergleich zu Antonio Stradivari gibt es ca. 1300 Stradivaris. Also das ist noch ein Stück weit seltener und auf dem Markt sogar noch ein bisschen teurer als Antonio Stradivari. Wo ich gerade den kleinen Jungen gesehen habe, der Fußballer oder Polizist werden möchte, gab es bei dir mal eine andere Wahl, in deinem Kopf zumindest? Ich wollte als Kind Feuerwehrmann werden. Das hat mich irgendwie fasziniert. Also so. Gerade in der Not Leuten helfen, das war immer so eine Sache, die ich toll fand als Kind. Aber jetzt mache ich es mit Musik. Auch nicht so verkehrt. Ja. Du hast ja mit 4 Jahren schon angefangen. Ich habe selber Kinder, die auch Musikinstrumente gelernt haben. Und man muss die immer ordentlich pushen. Wie war das bei dir zu Hause? Ja, auf alle Fälle. Also mein Papa war sehr affin für klassische Musik, spielt selber Geige und hat natürlich das Talent bei mir sehr früh gefördert, erkannt. Und war auch die Person, die das ab und zu auch forciert hat, dass ich natürlich mein tägliches Übungspensum mache. Das ist mit viel Fleiß und Disziplin natürlich verbunden. Ohne das geht's auch nicht vorwärts. Bist du deinem Vater heute dafür dankbar oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, so... Oh, Hammer, ich sitze bei euch hier im Frühstücksfernsehen in Sat.1. Wie kann ich meinem Papa nicht dankbar deswegen sein? Also es ist natürlich ein toller Weg, den ich in den letzten schon 30 Jahren beruflich beschreite. Und rückblickend war alles richtig, so schwierig es auch manchmal war. Wie und wo lebst du im Moment? Das ist ja auch immer so ein Hin und Her. Ich habe eine schöne Wohnung hier in Berlin, fühle mich auch pudelwohl und zu Hause in Berlin seit knapp 15 Jahren. Habe immer noch eine Wohnung in New York, weil ich da natürlich auch noch einen sehr großen Freundeskreis habe, auch noch von der Juilliard School, viele Musikerfreunde, mit denen ich natürlich auch Zeit in New York verbringe, wenn ich denn mal kurz da bin. Allerdings, ich würde sagen, Schwerpunkt ist mittlerweile eher Berlin. Spielst du Klavier oder ist der nur da, um dich zu begleiten? Nee, den habe ich mir jetzt dahingestellt, weil er schön aussieht. Nein. Da kann ja sein, dass dein Geigen, ich weiß nicht, hast du noch einen Lehrer, hast du noch jemanden, der mit dir trainiert? Ich habe immer noch Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Ja. Nicht Lehrer, aber das sind Musikerkollegen, mit denen man musiziert und die sicherlich auch mich immer weiterbringen mit Gedanken und Ideen, die wir dann musikalisch ausarbeiten. Genau, das war die Idee. Ob der dann am Klavier oder das am Flügel natürlich. Sitzt und ich bin jetzt kein Konzertpianist, aber ich kann Arrangements am Klavier schreiben. Kannst du auch singen? Das wollten wir doch noch fragen. Singen? Ja. Singst du? Wollt ihr die Zuschauerquote so in den Keller treiben heute Morgen? Also das nicht? Nein. Alle gar nicht Instrumente? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ausgleich, dass ich liebe ja Musik, aber meine Stimme reicht einfach wirklich für gar nichts. Insofern war es die Geige dann. Seit Freitag gibt es ein neues Album, Iconic heißt es. Ja. Was sind da für Stücke drauf? Also für den, der jetzt von Klassik vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Es sind wunderschöne, kleine, klassische Pop-Stücke drauf, die unglaublichen Wiedererkennungswert haben. Ich spiele mal was an. Saint-Saëns, der Schwan. Kennt eigentlich jeder, ja. Oder? Also solche Sachen, natürlich auch ein paar Abtemponummern, eine schöne bunte Mischung. Das Album heißt Iconic, weil es sich so ein bisschen auf meine musikalischen Helden bezieht. Jascha Heifetz, Menuhin, David Oistrach, all diese wunderschönen Stücke, die so in den 20er, 30er Jahren sehr oft in Konzerten gespielt worden sind, so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind für das Instrument. Und ich dachte, das ist eine wunderbare Gelegenheit, die mal wieder aufleben zu lassen. Du hast ja schon so wahnsinnig viel erreicht und auch viel gemacht. Hast du noch irgendwas auf deiner, wie nennt man das, Bucketlist? Ne? Hast du noch einen Wunsch? Ist da noch irgendwas, was du... Ich glaube, es gibt immer viele Projekte, die mir gedanklich jetzt schon Spaß machen werden. Also ich bin immer in Gedanken schon... Mal abseits der Arbeit. Ich habe eine Freundin. Insofern, mit der verbringe ich natürlich auch die Zeit, die ich, wenn ich nicht arbeite. Und dementsprechend... Familie. Familie irgendwann.
ich komme schon in das Alter, wo es dann irgendwo mal knapp wird. Aber ich weiß, in den nächsten 5, 6 Jahren ist das sicherlich ein Thema. Macht ihr auch was mit Musik? Überhaupt nicht. Nee. Also ist mir aber auch nicht wichtig, aber ich finde das sehr angenehm, weil sie immer noch staunend vor mir sitzt, wenn ich was spiele und sich freut, ein bisschen Musik um sich zu haben. Und sie auch aus ihrem Beruf mehr Sachen erzählen kann und ich auch da staunend vor ihr sitze. Mhm. Also das finde ich schön, wenn man da nicht dieselben Interessen 100% pflegt, aber das Interesse für die Interessen hat. Wie ist denn das mit deinen Musikerkollegen? Also du bist ja so ein Grenzgänger, ne? So Crossover-Musik. Du bist äußerlich ein Rockstar und aber trotzdem einer der besten Geiger der Welt. Wie kommt denn das bei deinen Kollegen an, dass du eben nicht nur die klassischen Konzerte spielst? Ich glaube, die sehen da gar keinen Unterschied. Die kennen mich ja, seit ich 10, 11 Jahre alt bin. Und das ist ja eine kleine Familie. Klassische Musikwelt ist ja nun wirklich sehr eng verbunden miteinander. Und man kennt sich halt seit Jahrzehnten untereinander. Da wird auch nicht geurteilt über Crossover. Entweder man kann spielen oder man kann nicht spielen. Okay. Du hast auch was mit Till Lindemann mal gemacht, ne? Ja, richtig, ja. Ja, das war ein sehr schönes Projekt. Letzte Frage für jetzt, weil wir sprechen ja nachher noch weiter. Isst du gerne Suppen? Borscht. Meine Großmutter kommt aus Kiew, aus der Ukraine. Mhm. Und die hat zu meinem Geburtstag, leider ist sie verstorben, hat zu meinem Geburtstag immer Borscht gekocht. Mhm. Und das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Siehst du, haben wir die perfekte Überleitung zum nächsten Beitrag.